Im Anime ist der Whole Cake Island Arc komplett auf der Spitze und im Manga nähern wir uns schon Delivery und Wano Kuni. Deswegen lass uns doch mal eine komplette Kursänderung machen und auf ein Thema zurückkommen, was sehr, sehr lange her ist. Und zwar Edward Weevil. Edward Weevil ist der selbsternannte Sohn von Whitebeard und Miss Bucking, die selbstgenannte Geliebte von Whitebeard. Obwohl man da schon so ein wenig stutzig werden könnte, ob ihre Aussagen wirklich der Wahrheit entspricht, wenn man das Ganze proportional mal durchgeht, kann das Ganze gar nicht so klappen. Aber eins ist klar, Weevil scheint die Power eines jungen Whitebeard zu haben, was eine unglaubliche Power ist. Er hat bereits 16 Captains der Whitebeard Crew ausgeschaltet und es soll sogar um die 600 Tote geben. Momentan hält es Miss Bucking für das Klügste, Ruffy aufzusuchen, um ihn über Marco auszuquetschen, der zufälligerweise von der Story auch zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort sein wird, nämlich Wano. Edward Weevil, um die Theorie von dem Video mal anzufangen, ist eine Person, die nicht zurechnungsfähig ist. Edward Weevil ist ein kleines Kind, was nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Miss Bucking ist diejenige, die ihn manipuliert und ihm sagt, was das Richtige ist, nach ihrer Meinung. Sie setzt ihm ja auch in den Kopf, dass die Whitebeard-Bande die Bösen sind und mit Whitebeard auf Familie gemacht haben. Also Miss Bucking manipuliert Edward Weevil schon sehr, sehr stark in die Richtung, dass die Whitebeard-Crew ihm anscheinend Whitebeard weggenommen haben soll. Also wir sehen hier, Miss Buckings Weltanschauung ist schon mal nicht wirklich die richtige und Edward Weevil wird hier sehr stark manipuliert. Auch nochmal kurz zu dem anderen Thema. Ich glaube, Miss Bucking ist nicht die richtige Mutter von Edward Weevil, da das rein proportional schon ein wenig komisch wäre. Selbst wenn man Whitebeard komplett rausnimmt, glaube ich, dass Miss Bucking nicht die Mutter ist von Edward Weevil. Weil, wie gesagt, das Ganze funktioniert nicht so. Und wenn wir wirklich sagen, dass Edward Weevil wirklich der Sohn ist von Whitebeard, wozu ich gleich nochmal eingehen werde, ist die Sache die, wenn wir wirklich mal diese proportionale Facette von Miss Bucking und Whitebeard rausnehmen, dass es immer noch so ist, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Whitebeard, ein Mann wie er ist, mit einem Charakter oder mit einer Frau wie halt Miss Bucking etwas anfangen würde oder ja, etwas mit ihr tun würde. Ich meine, Miss Bucking, erstmal weg vom Aussehen her, vom Charakter her, ist sie einfach keine Frau für Whitebeard. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Hingegen kann ich mir wirklich vorstellen, dass Edward Weevil später wirklich der echte Sohn von Whitebeard sein könnte. Könnte, Leute. Könnte heißt nicht, ich sage, dass es so ist. Ich sage, ich kann es mir vorstellen. Denn die Haare, der Schnauzer und ganz besonders die Kraft sind identisch. Doch, wie gesagt, es muss nicht unbedingt der Fall sein. Edward Weevil kann auch in die Richtung eines Experiments gehen. Die Gamma Doppel 6 und die Kinder von Caesar zeigen, was mit der Technologie möglich ist. Und gerade die Kinder von Windsmoke Judge sind schon sehr, sehr merkwürdig, weil auch aktuell im Anime, wo sie quasi von Perospero nicht eingefroren worden sind, sondern eingeklebt worden sind, war es ihnen egal. Die sind vom Charakter sehr merkwürdig, deswegen könnte Edward Weevil unter die gleiche Facette fallen, nur ein wenig anders, dass er halt wie ein Kind denkt oder besser gesagt immer noch wie ein Kind denkt. Und die Kinder von ja, Caesar zeigen auch, dass man die Stärke auf jeden Fall aufpolieren kann, weil man sie halt, wie gesagt, ja, vergrößern kann. So. Und die Sache ist die, unser guter Herr Vegapunk sollte demnach auf jeden Fall auf einen viel, viel weiteren Stand sein und deswegen kann man auch hier sagen, dass er viel, viel mehr könnte, obwohl man hier auch sagen muss, dass Edward Weevil auch eine Art Experiment sein könnte von davor, also von weit davor, dass Dr. Vegapunk das damals gemacht hat. Ist auf jeden Fall hier sehr, sehr schwer einzuordnen. Man kann aber auch hier sagen, dass gerade sowas wie Blutspuren ziemlich einfach sind für Vegapunk zu bekommen, denn es ist immer noch so, dass auf Marineford Whitebeard sogar den halben Kopf verloren hat. Deswegen denke ich schon, dass es, auch wenn die Leiche den ja, Rothaar-Piraten übergeben worden ist, sehr, sehr einfach ist, die DNA von Whitebeard zu bekommen und so hätte man Edward Weevil schaffen können. Rein hypothetisch gesehen, aber ist, wie gesagt, ja, schwer. Ich möchte auch gar nicht so tief in die Thematik reingehen. Ich wollte euch nur ein kleines Grundverständnis davon geben, was Edward Weevil persönlich sein könnte in dem Sinne. So, aber, wie gesagt, lassen wir das mal außen vor. Weevil kam in Kapitel 903 in der Zeitung vor und wird vermutlich bald wieder in der One Piece Story auftreten. Was in der Zeitung geschrieben worden ist, kann man nicht wissen. Vielleicht hat er seinen Titel der 7 Samurai verloren und Dr. Vegapunk wurde da auch genannt, aber ich denke, die beiden werden nicht zusammenhängen. Man kann aber aktuell nicht wissen, was genau in der Zeitung geschrieben worden ist, aber Oda macht es immer ganz gerne, dass er, wie gesagt, Charaktere vorbereitet mit in der Zeitung, die gezeigt worden ist. Und ja, Edward Weevils Auftreten ist auch 100 Kapitel her. 802 war sein Auftreten und jetzt sind wir bei 903 und er kam nicht wieder. Deswegen, ja, scheint es ein bisschen nach Edward Weevil, muss man wirklich sagen. Es könnte sogar noch einen Arc dauern, also zum Beispiel auf Elban könnte er erst auftreten, wenn wir einen Elban-Arc bekommen. Aber nehmen wir mal für dieses Video an, dass er wirklich auf Wano Kuni auftreten wird. Wie ich schon mal erwähnt habe, ist es eigentlich für viele Leute, die im Piraten-Game momentan richtig drin sind, klar, dass Ruffy nach Wano will. Die Auseinandersetzung mit Kaido steht einfach bevor, auch außerhalb sieht man in der Zeitung, ja, was wirklich bevorsteht. Deswegen denke ich auch hier, kann Miss Bucking 1 und 1 zusammenziehen und sagen, hey, auf Wano Kuni könnte vielleicht was abgehen. Deswegen könnten wir vielleicht dorthin gehen. Und Edward Weevil könnte dort der X-Faktor sein, der eben auf Wano den ganz, ganz großen Unterschied machen könnte. Und jetzt kommen wir mal zum Herzstück der Theorie.
Ichiro Oda und Dragon Ball. Okay, Leute, ich habe das letzte jetzt besprochen, das weiß ich. Aber eine Sache ist mir danach noch eingefallen und ich fand das Ganze sehr, sehr perfekt für eine Theorie. Deswegen, es wird nicht immer so sein, dass ich Dragon Ball als Grundlage nehme, aber gerade in diesem Beispiel passt er sehr, sehr gut zusammen. Und Ichiro Oda hat sich halt sehr, sehr stark an Dragon Ball inspiriert und sein Werk hat ja wirklich neue Sachen reininterpretiert durch Dragon Ball. Deswegen ist es gar nicht mal so weit hergeholt. Also, wenn ihr an Edward Weeble und Miss Buckling denkt, welche beiden Dragon Ball Charaktere fallen euch da ein? Ich gebe euch 5 Sekunden. Ich hoffe, ihr habt das nicht zu weit geschätzt, aber die Antwort, die ich mit am schlüssigsten halte, ist Majin Buu und Babidi. Wenn man das vergleicht, ist es förmlich identisch. Wenn der wissenschaftliche Hintergrund bei Weeble stimmt, macht es sogar noch mehr Sinn, weil man halt Majin Buu hat, der auch so eine unglaubliche Kraft hat und der auch in Dragon Ball damals das ganze Kräftelevel gesprengt hat. Aber abgesehen davon ist es einfach so, dass Buu genauso wie Weeble einfach im Kopf ein Idiot ist, beziehungsweise ein kleines Kind ist und einfach nur das tut, was Babidi oder in unserem Fall Miss Buckling ihm sagt. Buu hat auch verdammt viele getötet, aber Buu handelt nur wegen Babidi. Als Buu durch die Z-Fighter speziell wegen Goku verstanden hat, dass Babidi ihn nur ausnutzt, hat er aufgehört, auf ihn zu hören, ihn getötet, Mr. Satan getroffen und sich gebessert. Bei Weeble gilt das gleiche. Er muss Miss Buckling zwar nicht sofort umbringen, doch ich glaube, es gibt 3 bestimmte Leute, die ihm das, was Goku Buu klar gemacht hat, klar machen könnten. Und zwar Ruffy, Lysop und Marco. Ruffy ist klar, er könnte schnell Gefallen an Weeble finden, weil er sieht halt lustig aus, das ist halt Ruffys Charakter. Und somit könnte er ihn mehr auf seine Seite ziehen, beziehungsweise klar machen, dass er seine eigenen Entscheidungen treffen soll, weil das ist auch das, was Ruffy ist. Ruffy möchte frei sein, das macht es aus, ein Pirat zu sein, Freiheit. Und genau diesen Punkt kann Ruffy, oder gerade Ruffy, Weeble sehr, sehr gut vermitteln. Lysop hingegen könnte so eine große Rolle bekommen in dem Arc Wano Kuni und es wäre seine Spezialität, Weeble eine neue Geschichte aufzutischen, die er glaubt. Ich meine, Lysop ist echt nicht schlecht darin. Damit würde er quasi erstmal für sie kämpfen und auch wenn Weeble wirklich dumm aussieht, wenn Lysop das schaffen sollte, dann wäre Weeble eine sehr, 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 sehr starke Waffe gegen Kaido. Das muss man hier einfach mal sagen. Und dann haben wir noch Marco. Auch wenn Marco und Co. gegen ihn sein werden, also weil die allgemein so einen kleinen Beef am Laufen haben, könnten auch Ruffys Worte sie motivieren, ihm eine Chance zu geben. Ich meine, Ruffy ist auch derjenige, der von Whitebeard so viel Vertrauen bekommen hat. Und Whitebeard meinte ja auch kurz vor seinem Tod, beschützt Stroh Ruffy mit allem, was ihr habt. Oder helft ihm besser gesagt. Und deswegen könnten sie Ruffys Worten auf jeden Fall sehr, sehr viel Vertrauen schenken. Und so könnten sie eventuell Weeble auch nochmal eine Chance geben. Und dann könnte es wirklich dazu kommen, dass man einen Plot schafft, wo Weeble den Whitebeards beitritt, wenn er versteht, was Miss Buckling wirklich macht, dass sie ihn nämlich manipuliert. Weil ich denke, es gibt keine andere Möglichkeit für Miss Buckling, nicht so ein Charakter zu sein. Und somit hätten die Whitebeard ihre alte Stärke wiederbekommen und sie könnten, wie gesagt, Weeble richtig erziehen, wenn man das so sagen möchte. Und hier kommen wir nochmal zu einer Frage, die wirklich außerordentlich wichtig ist für alles. Und zwar, kann man Edward Weeble überhaupt verzeihen? Es ist eine sehr, sehr schwere Situation, da man in One Piece nicht einfach wie bei Dragon Ball die Dragon Balls benutzen kann und alle wiederbeleben kann. Die Leute bleiben tot, die Leute bleiben verletzt. Und man sollte hier immer noch im Kopf behalten, dass Weeble, wie gesagt, ein Kind ist. Ich sage das oft in einem Video, aber es ist halt wichtig. Vom Kopf her ist er ein Kind und das wird sich gerade im nächsten Arc, wo er auftritt, nochmal noch stärker rauskristallisieren. Und würde man wirklich einem Kind ewig vorhalten, dass es das getan hat, was seine Eltern ihm quasi befohlen haben? Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, aber man könnte dort auf jeden Fall verzeihen. Und hier kommt doch eine Art Knackpunkt. Und zwar, wenn Weeble wirklich verstehen würde, was Miss Buckling tut und er sich wirklich zum Guten wenden sollte, dann ist es auch so, dass Weeble anfangen würde, die Leute zu retten. Also könnte er gerade in Wano Kuni sehr viele Leute vor dem Tod retten, weil da geht auch sehr, sehr viel ab. Und darüber hinaus, wenn er wirklich mit den Whitebeards später mitsegeln sollte, hätte man hier die Möglichkeit, dass er zusammen mit den Whitebeards viele Leute befreit, viele Leute rettet und so seine Schuld quasi begleicht. Weil das, was er getan hat, kann er nun mal nicht wieder gut machen, deswegen muss er das Ganze so in der Art machen. Und Miss Buckling hingegen würde vermutlich nicht sterben wie Babidi. Ich glaube, sie würde lediglich abtreten müssen und ich denke, hier könnte der Breaking Point sein. Und zwar der Moment, in dem Weeble versteht, dass Miss Buckling ihn benutzt hat, wäre der Moment, an dem er sogar selbst sie umbringen wollen würde. Und das wäre der Moment, wo er gestoppt wird von Ruffy oder von Marco und dann anfängt zu verstehen, dass Töten nicht wirklich die Lösung ist. Und von da aus könnte sich theoretisch gesehen der Charakter von Edward Weeble sehr, sehr stark ändern. Ich denke auch mal, Oda ist kein Typ oder kein Manga,
Mangaka, der so einen Charakter wie Edward Weevil umbringen würde, weil im Prinzip hat der Typ nichts falsch gemacht. Er ist, wie gesagt, einfach nur von Miss Bucking ausgetrickst worden. Deswegen, Edward Weevil trifft hier nicht die Schuld, auch wenn er das Ganze alles getan hat. Und ich frage mich wirklich, wie Blackbeard in das Bild passt, weil Blackbeard sollte auf jeden Fall von dem Dude wissen und Blackbeard sollte schlau genug sein, in dem Sinne, den guten Edward Weevil zu manipulieren. Ich denke, er würde das auch schaffen. Deswegen, diese kleine Chance besteht auch noch so ein wenig, dass Blackbeard da nochmal seine Finger im Spiel hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Blackbeard sich denkt, dass er ihn gar nicht braucht, dass er stark genug ist. Ist ja halt so eine schwere Sache. Aber wie gesagt, ich denke, Edward Weevil wird ein ähnliches Schicksal wie Majin Buu aus Dragon Ball teilen. Es würde sehr gut passen. Und wir hätten dann am letzten Krieg wieder einen Whitebeard quasi. Und sollte es wirklich dazu kommen, dass dieses Video ein bisschen viraler geht und man das Video auch vielleicht nach ein paar Monaten nach dem Upload schaut, denkt daran, dass falls auch das Ganze viel länger gehen sollte, dass falls der Wano Kuni-Arc voll im Gange ist oder zu Ende ist, dass die Möglichkeit von so einer Art Story mit Edward Weevil immer noch besteht, weil dieses könnte auch in einem anderen Arc passieren. Also ich habe ja gesagt, dass Edward Weevil nicht unbedingt in Wano Kuni auftreten muss. Ich habe nur gesagt, dass wir in diesem Video mal davon ausgehen, weil es auch gut sein kann, dass Edward Weevil in einem späteren Arc dazukommen könnte, wie zum Beispiel Elban oder etwas anderes. Das heißt, diese ganze Theorie geht nicht kaputt, wenn Weevil nicht auf Wano Kuni auftreten sollte. Also ich bin sehr gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Denkt ihr, dass Edward Weevil wirklich das Kind von Whitebeard sein könnte und denkt ihr, dass Edward Weevil wirklich quasi die Seiten wechseln könnte und so eine Art guter Charakter werden könnte? Bin ich sehr interessiert daran, wie ihr dazu steht. Ich bin damit raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Was euch gefallen hat, würde ich mich ebenfalls über einen Daumen nach oben auf dem Video hier freuen und ein Abo auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dahin, haut rein!